Liebe Freunde, willkommen zu Meeple Station. Ich bin euer Kerngriff 3000 und ich zeige euch, worum es hier bei Meeple Station geht und was uns erwartet. Wir spielen Meeple Station in einer kleinen angespielten Serie und lasst uns mal treiben, wie weit wir hier kommen. Also, worum geht's eigentlich? Meeple Station ist ein kleines Indie-Game, gerade auf Kickstarter am Laufen, und ihr könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Die Links sind natürlich wie immer unter diesem Video. Ja, Meeple Station ist ein Co-op Space Station Simulationsspiel, so wird es eigentlich beschrieben, von den Entwicklern, die Vox Games heißen. Und es ist sehr stark angelehnt eben an Dwarf Fortress, diese Art Simulation. Da wird schon Wert drauf gelegt. Dann natürlich noch dem Spiel RimWorld mit einer Prise Space Station 13. Und es soll wohl komplex werden und ist eigentlich auch schon ganz komplex, so wie ich das jetzt in der angespielten Demo mal selber erleben durfte. Und mischt sich eben auch mit einem, ja, Echtzeitstrategiespiel so ein bisschen. Das ist also Meeple Station. Erscheint am, lasst mich kurz gucken, 7. Februar 2019, und ich habe von den Entwicklern von Vox Games, wie gesagt, netterweise den Key erhalten und werde das Spiel euch vorstellen. Wir machen einfach mal ein neues Spiel. Die Demo habe ich schon gespielt, die ist für euch auch frei verfügbar. Link zur Webseite unter diesem Video in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal austesten. So, wir machen mal Classic-Modus, anders gibt es noch nicht, und hier die zweiteinfachste Stufe. Und was wir jetzt zum Anfang machen werden, ist, wir werden hier von Grund auf eine neue Station machen. Das ist in der Demo etwas anderes. Und wir werden von neu auf die Station erstmal gestalten, als Blaupause sozusagen. Und dann werden wir das Ding launchen, also losstarten lassen, sodass wir eben damit dann beginnen können. Also, machen wir das. Hier oben ist noch die Möglichkeit, dass wir Blaupausen nicht nur speichern können, wenn wir was bauen, sondern eben auch eine kleine Starterstation uns mit abbauen können. Und das werden wir auch dieses Mal machen. Man könnte komplett selber auch bauen, das ist unser gesamtes Feld. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Wir sehen jetzt hier, was eine Station zum Anfang, ganz zum Anfang eigentlich benötigt. Nämlich Solarzellen, eine Energiezelle, Lebenserhaltung, ein Fischtank, also ein Fischbecken sozusagen für die Nahrungsproduktion, und ein Meeple, der hier angestellt ist. Okay, brauchen wir nicht. Ich zeige euch hier das Default-Ding, können wir laden. Ja, und dann sehen wir jetzt hier die erste kleine funktionierende Station sozusagen. Das ist das, worum es hier geht. Das sind die kleinsten Einheiten und Voraussetzungen sozusagen. Also gucken wir doch mal, was wir hier haben. Wir haben also hier den Fischtank, der hier Nahrung produziert. 5 von 10 sehen wir hier. Wird langsam eben produziert. Sauerstoff wird auch produziert. Zeige ich euch gleich, wie. Ja, und hier sehen wir ein kleines Endstück dieser ganzen Konstruktion sozusagen. Man sieht jetzt hier so eine kleine Halterung für Schutzanzüge, für die Weltraumanzüge, die sich die Meeple greifen. Dann gehen sie durch die Luftschleuse und eben durch diese Station raus und können eben ins All rausgehen, durch diese Luftschleuse hier. Dann wird kurz der Sauerstoff hier rausgezogen, klar, durch das Vakuum. Deswegen muss es ein bisschen angepasst werden durch, beziehungsweise abgetrennt werden durch diese kleine Tür hier. Dann können die eben Ressourcen abbauen und so weiter. Es gibt eine Ebene darüber. Ich kann mit Q und E, das habe ich mir mit den Tasten belegt, nach oben und nach unten gehen. Ich gehe jetzt hier mal mit Taste E nach oben. Und dann sehen wir hier in der nächsten Ebene bereits, was angeschlossen ist an die Solarzellen, die hier 50 Kilowatt, ich sag mal Kilowattstunden erzeugen. Das ist also erstmal ausreichend. Man sieht hier eine Zelle verbunden eben auch mit dieser Gitterkonstruktion zum, ja, Strom, zu der Stromzelle, die hier Energie erzeugt dann letztendlich daraus, verbunden mit Kabel für den Sauerstoffgenerator. Ja, und ich kann jetzt noch weiter nach oben gehen, sehe da aber noch nichts weiter. Und das ist eben das, womit wir hier anfangen können. Und zur Vereinfachung haben wir das Ding eben schon mal einfach platziert. Man kann jetzt auf diesen Knopf drücken und dann wird eben quasi die ganzen Wände werden dann mal zugebaut, damit man einfach auch visuell sehen kann, wie eure Raumstation oder unsere in diesem Fall im Moment hier
aussieht. Das ist der Start unserer Reise sozusagen. Mal gucken, wie weit es uns hier treibt. Ich kann hier nach oben gehen, da sieht man auch die nächste Ebene sozusagen. Man kann auch hier diese Ebenen durchschalten. Das klappt jetzt hier nicht. Hier sieht man das jetzt. Man kann die Ebenen so durchschalten, dass man nur die Ebenen sieht, wo man jetzt gerade raufgeschaltet ist. So, machen wir das mal wieder weg. So. Jetzt muss ich mal gucken, wir wollten das haben. Okay, jetzt sind wir ganz unten wieder, so wollen wir das haben. Jetzt brauchen wir noch eins, um zu starten. Brauchen wir einen Meeple, den wir hier in der Forschungsübersicht finden. Wir nehmen einfach mal einen Standard-Meeple. Den stellen wir ein. Okay. So, das sollten wir haben. Ich weiß auch nicht genau, ob wir auch den hier noch einstellen können. Einen Meeple haben wir. Das können wir auch später machen, denke ich, der erstmal jetzt hier die ganzen Aufgaben mit übernimmt. Und ich werde es aber erstmal speichern. Ich kann es gar nicht speichern. Okay, weil ich habe nämlich schon einmal angespielt, habe ich meine Konstruktion vergessen hier oben beim Strom. Und dann ist der erste Meeple natürlich direkt, weil kein Strom geflossen ist durch die Solarzellen und kein Sauerstoff erzeugt werden konnte, elendig erstickt. Das wollen wir hier verhindern. Also, wer mich kennt und natürlich meine Möglichkeiten, hier eine ganze Kolonie oder eine Station zugrunde gehen zu lassen, das wird also sehr spannend. Fangen wir mal an. Es sollte hier funktionieren. Und drücken auf Launch. Alles klar. Okay. So, da sind wir jetzt. Es wird die Welt generiert. Man sieht jetzt hier Ressourcen zum Beispiel. Wenn man mit der Maus rüberfährt, dann sieht man auch, was man hier alles abbauen kann. Das ist jetzt hier ein bisschen außerhalb. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe, wir kommen dann später auch noch hier mit hin und können eine gigantische Station bauen. Das ist also hier erstmal unsere Anfangsstation mit unserem Meeple hier. Das ist Zigree, ist jetzt erstmal als Miner angestellt. Und jetzt müssen wir gucken, was wir mit ihm hier machen können. Fangen wir doch erstmal an. Also, Sauerstoff haben wir. Wir haben hier Nahrung. Und wir können irgendwann auch hier mal forschen. Das wird dann irgendwann nochmal erweitert im Laufe der Entwicklung des Spiels. Wir sind ja auch noch relativ am Anfang. Es kann also vom Spiel selber natürlich auch noch Abstürze und so weiter geben. Ist also noch eine frühe Alpha-Version. So, Freunde, was ist jetzt das Erste, was wir machen müssen? Wir müssen gucken, dass wir hier etwas vorankommen und unsere Meeple im Auge behalten. Der findet hier die Station nicht sonderlich angenehm, aber das ist okay. Ich kann mal gucken, dass wir hier auch ein kleines Bettchen für ihn bauen können, weil er ja auch schlafen möchte. Und da müssen wir mal gucken, ob wir hier noch weiter nach oben gehen oder ob ich hier unten einfach weiter baue. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe, dass er zum Miner wird. Das werden wir gleich mal testen. Ich baue einfach hier unten mal weiter die Station an. Oder wie machen wir das? Ja, machen wir das mal in diese Richtung hier. So. Eine ganze Menge an Stahl brauchen wir dafür. Ich baue es mal richtig schön groß. Die Frage ist jetzt, kann er jetzt hier auch zum... müssen wir gucken, ob wir noch einen anstellen müssen, weil er das ja selber gar nicht bauen kann. Das heißt, wir brauchen dafür ein Miner. Ich lasse ihn erstmal raus und minen. Nämlich, das Zeug bauen wir erstmal ab. Das heißt, jetzt seht ihr hier, oder sich den Schutzanzug geht auch raus. Der Sauerstoff wird hier rausgesaugt, wird jetzt wieder aufgefüllt und dafür brauchen wir eben dann auch die kleine Tür hier. Ja, der macht sich jetzt hier auf den Weg und baut das Zeug erstmal ab. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich brauche natürlich, man sieht das hier, es entsteht mit der Zeit auch irgendwie ein bisschen Dreck, das ist ganz klar. Und das nächste ist, was wir brauchen, ist eben ein jemand, der das hier baut, ein Konstrukteur sozusagen. Da müssen wir gucken, dass wir im Handel einfach die neuen Meeples hier bekommen. Und eingestellt haben wir den jetzt nicht. Man sieht jetzt hier auch keine Übersicht, wie ich das gerade gesehen habe. Das heißt, man kann das jetzt nur so machen, man drückt jetzt hier auf die Tür und die ist für Trade zuständig. Da möchte ich aber noch eine andere mit anbauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier überhaupt noch eine Tür mit reinsetzen können. Das heißt, ich muss hier das Ding für Trade einmal auf T drücken, dann ist es für den Handel auch freigeschaltet.
Und wir brauchen eben auch. Kommt er gar nicht mehr rein jetzt hier eigentlich? Weil ich das auf Trade gesetzt habe. Ich brauche jetzt aber erstmal jemanden. Man kann es gleich auf das Schiff hier drauf drücken. Und zwar brauchen wir hier einen Engineer. Das ist der, der wohl bauen kann. Ja, einen Miner haben wir, einen Engineer, damit wir erstmal hier den haben. Okay. Den haben wir also. Der ist jetzt bei uns drin. Sehr schön. Und der kann jetzt keine Tür finden. Und das heißt, ich muss jetzt hier wieder das T wegmachen. Das dürfte das Schiff hoffentlich auch gleich wegfliegen. Jetzt haben wir zumindest jemanden, der hier unsere Station bauen kann. Da. Und der andere kommt auch wieder rein durch die Luftschleuse. Das muss ich später nochmal ein bisschen erweitern. Das mache ich auch mit der weiteren Tür. Man sollte eine Tür komplett für den Handel, also als Undockstation für diese Schiffe, lassen und eine separate Tür oder einen Gang mit der Luftschleuse eben für die normale Service-Schleuse sozusagen lassen, damit die Meeple hier auch raus können. Und der baut jetzt hier erstmal fleißig, machen wir mal ein bisschen schneller, diese restliche Station ran. Tja, und wir nehmen eben hier die Ressourcen aus diesem ganzen Block raus und werden die später auch hier drin sozusagen raffinieren, umwandeln, um eben auch weitere Ressourcen zu bauen, die wir benötigen für neue Gebäude, mehr Stationen und so weiter. Und je nachdem, wie wir wachsen, bekommen wir eben auch einen Drill Sergeant, einen Officer hier zugeteilt, der ein bisschen für Ordnung sorgt, der die ganze Station ein bisschen organisiert. Und nach wächst eben diese Station und auch damit die Bedürfnisse. Und das machen wir eben gleich weiter. Ich guck mal hier, was wir noch machen können. Wir können natürlich hier noch viel, viel mehr anbauen. Ich muss mal gucken, wo die... Okay, diese Solar-Panels sind hier oben. Hier wird jetzt fleißig gebaut, das seht ihr. Der Meeple futtert auch nebenbei. Hat jetzt keine große Möglichkeit. Man sieht das auch hier, wenn man rübergeht. Was er eigentlich für Sorgen hat und für Wünsche sozusagen. Im Stehen essen ist eben schon das Erste, was ein bisschen negativ ist. Aber wir sind hier ganz am Anfang und daher geht das nicht anders. Ich will erstmal diese Station hier weiter vergrößern und möchte dann hier auf der Seite, wie viel haben wir hier noch? Auf dieser Seite hier ein Segment für den Handel bauen. Ja, das können wir eigentlich auch gleich so mit ransetzen. Eine Luftschleuse direkt hier mit dran. Die seht jetzt auch schon, wie laut das ist. Die pannen jetzt auf dem Boden hier. Ja, und hat natürlich dann einen negativen Einfluss auch auf die Meeples irgendwie. Ich lasse sie gleich weiterbauen, weil die Tür hier mit rein soll. Und dann haben wir erstmal eine gute Grundlage, um hier unten anzufangen weiter. So, jetzt können wir weitermachen. Airlock können wir hier bauen. Und das Ding soll dann eben gebaut werden. Jetzt kann er drinnen weiter schrauben. Da seht ihr das mal von drin. Und das Ding schalten wir dann jetzt eben frei für den Handel. Das brauchen wir auch. Zack, für Trade. Auch wenn wir jetzt noch keine Schiffe haben, keine großen Waren haben, die wir brauchen, können wir hier weiterbauen. Ich werde hier unten einfach mal gucken, dass wir erstmal Schlafplätze haben. Und ich möchte auch gucken, dass wir nach unten irgendwie kommen. So, wir können jetzt hier auch Leitersegment. Das bauen wir jetzt einfach mal hier unten ran. Gucken, ob er das hinbekommt. Muss dazu wieder den Schutzanzug anziehen und nach draußen. Hier sehen wir das nächste Schiff. Ist natürlich angedockt, dieses Dollar-Symbol. Und wir haben jetzt hier unten ein Zwischensegment gebaut. Das Zwischensegment lassen wir mal so. Bauen das nächste Leitersegment hier. Da muss ich mal gucken, ob wir hier auch gleich ein Höhensegment bauen können. Wir sind jetzt hier im Leitersegment, okay. Möchte jetzt aber hier unten
ein Höhlensegment mit anbauen. Das machen wir mal. Genau hier drunter. Und dann bauen wir weiter die Hülle auf. Und hier unten kommt dann jetzt eine Schlafstation sozusagen hin. Machen wir das einfach mal so. Da kommen die ersten beiden Betten hin. Und ihr seht jetzt schon, dass das ganz schön vertikal ist. Das Ding hier ganz schön hoch mittlerweile. Hier wird eben Stück für Stück gebaut. Das Handelsschiff, das nächste Handelsschiff legt hier mittlerweile an. So, wir sind hier ganz unten. Okay, und die Leiter wurde hier automatisch gebaut. Und ich will eben diese Zwischensegmente hier noch drin haben, falls mal irgendwas passieren sollte. Ja gut, das wird nicht wirklich schützen, denn es gibt hier auch Meteoritenschauer, die uns irgendwann ereilen werden. Das Segment bauen wir hier nochmal zu Ende. Ich will es aber hübsch bauen, denn ich denke, in der ISS, in der realen Raumstation ist es ähnlich, dass es eben diese Zwischenstufen gibt und nicht gleich aneinander gebaut wird. Okay, und was wir jetzt hier machen können, ist zwei Betten einfach hin. Die können wir auch drehen. Ja, machen wir das erstmal hier und hier. Okay, und wir machen aber jetzt hier eine kleine Pause und machen weiter in Meeple Station Folge 2. Und ich hoffe, dass hier alles gut funktioniert. Ihr helft mir sehr, sehr gerne, wenn ihr könnt. Testet die Demo einfach mal aus, die ist für euch frei verfügbar. Links wie immer unter dem Video. Wie findet ihr Meeple Station und was haltet ihr insgesamt davon? Also, Kommentare unter dieses Video, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Könnt gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr darüber freuen. Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Meeple Station. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.